So, ein neues Spiel im Trend und willkommen zurück zu Let's Play Raiders. Dann schauen wir mal, was das schwarze Brett uns zu sagen hat. Quest, das schwarze Brett wurde abgeschlossen. So, checken wir mal. Das schwarze Brett der Breitschwanzfarm zeigt deutliche Spuren. Oh, dass es von der West-Pio-Bande verunstaltet wurde. Schon wieder diese Kerlchen. Haben die denn gar nicht genug von uns? Wanted, wen müssen wir da jagen? Es gibt keine Gefahrenzulage in der Ebene von Terres. Okay. Okay. Finde den Anwerbeoffizier auf der Ebene von Terres. Also eine Laufburschenquest. Was soll denn das? Aber das ist genau im Tal beim Teleportstein, sodass ich einfach hier diesen Stein der Führung einsetze. Ja, ein faules Pack ist mein Berserker. Kann nicht mal hier die paar Meter rüberlaufen, aber so geht's doch einfacher, oder? Und schon sind wir da. Und ich sehe ihn auch schon da hinten. Ich sehe ihn schon. Oder sehe ich ihn nicht? Du bist es doch nicht. Mit dir muss ich doch reden. Der Anwerbeoffizier, der Rengot-Abwehr. Ui, jetzt komme ich wahrscheinlich ins Dorf der Rengoten. Ja, dann erzähl mir mal, was du für eine Aufgabe für mich bereit hast. Begreifst du, dass die Rengots die ganze Zeit nur deshalb so ruhig geblieben sind, um genügend Kraft für einen Angriff auf Rendel zu sammeln? Ja, das macht natürlich Sinn, weil von den Rengoten hat man in letzter Zeit nicht so viel gehört. Eskortiere die Ehrenritterin Sennes. Okay. Kann ich dir helfen? Ja, dann bin ich bereit. Ich bin bereit. Oh, eine Escort-Quest in einer anderen Zone? Oh, da bleibt mir der Atem weg. Und wo ist die? Unser Auftrag ist es, durch das Vordertor zu brechen und den Feind zu vertreiben. Der zweite Trupp ist bereits vorgegangen und hat die Schlacht begonnen. Die Zeit ist von größter Wichtigkeit. Rückt weiter vor und führt eine Blitzoffensive durch. Ich übernehme die Führung. Die Söldner folgen mir dicht auf. Los! Los! Alles Sennes nach! Sie übernimmt die Führung. Hey, du bist aber nicht Erste. Oh, das, jetzt wird's spannend. So sieht's immer aus bei den Bezirksläufen hier bei uns in Wien. Nachdem der Startschuss gegeben wurde. Ich meine, die haben dann zwar keine Schwerter in der Hand, aber... Oh! Die Rengoten, alle liegen sie tot am Boden. Ich liebe dieses System in Raiders, wo dann hier aus einer Zone einfach eine Unterinstanz praktisch wird. Soll ich denen da jetzt helfen? Oder alleine vormarschieren? Ich gehe mal der Sennes nach. Oh, so viele Gegner! Hallo? Da stürme ich doch gleich mal mitten ins Getümmel rein. Bam! So gehört sich's nämlich. Als richtiger Berserker. Ich bin hier kein Weichei. Nein. Du bist ja eine gute. Fraktionsstatus verringert, aber Erfahrung gibt's keine. Wahrscheinlich, weil es so eine Special Quest ist. Sonst könnte man hier ganz einfach abfarmen. Wo ist die Sennes? Jetzt habe ich sie aus den Augen verloren. Hier ist sie. Lauf mir nicht davon. Okay, das heißt, ich nehme mal an, du meinst mich, ich soll auch mitkommen. Und wer ist der Türker und Nevin? Du hast mich gar nicht vorgestellt mit deinen Kollegen. Aber bleib doch mal stehen, ich bräuchte vielleicht eine Heilung. Komm, ich heile mich schnell. Zauber wird gewirkt. Kritische Heilung. Was machst du jetzt? Jetzt entscheide dich doch mal. Boah, die macht einen One-Shot. Die ist ziemlich stark, die Gute. Aber jetzt sind wir nur noch zu zweit, oder? Nein, ein paar sind mitgekommen. Sind wir froh. Wo ist sie? Ich muss immer bei ihr bleiben wahrscheinlich. Die darf uns nicht sterben. Gut, jetzt verstehe ich, warum es hier keine Erfahrungspunkte gibt. Weil die Kollegen hier die ganze Arbeit machen. Wo ist der Rengot-Boss? Ich muss öfters meine Heilung einsetzen, wenn ich sie schon habe. Ich bin zwar nicht in Gefahr gerade. Aber wer hat, der hat. Oder? So, wo läufst du hin? Einmal im Kreis. Willst du nicht ins Dorf? Oh mein Gott! Ogre bildet eine Reihe. Das heißt, hintereinander aufstellen jetzt, oder was? Boah, Level 20er. Nein, Level 30, 13. Level 20 war die gute. Die gute Dame. Der Borgo.
Hui, der ist groß. Atemberaubender Gegner, aber nur ein Stern, der Gute hier. Oh, da lässt er sich zurückfallen und ich habe keine Chance auszuweichen. Manometer. Das ist ein schöner Gegner. Ist das der Goblin-Golem, von dem alle gesprochen haben? Eigentlich kann ich mich hier auch ganz verdeckt im Hinterhalt aufhalten. Boah, wenn der mal die Keule schwingen lässt. Oh, jetzt wieder rot. Wow. Level up. Hey, der hat Erfahrung gegeben. Uhuhu. Hey, geil, da liegt die Keule. Ich will sie haben. Ich will sie haben. Hey, ich kann ihn looten. Eisen, haltbarer Stoff. Ja, nix. Gut, die Arbeit ist getan. Soll ich jetzt mitlaufen? Wow, Quest abgeschlossen. Hast du noch was zu sagen? Ich bin die Ritterin Senetze. Ah, Senetze spricht man nicht aus. Jetzt habe ich das auch gecheckt. Dankeschön. Zum Außenposten gehen kann ich jetzt. Wir reden im Königreich Rendel. Aber ich denke mal, dieses schöne Bild hier ist noch einen Abschieds-Screenshot wert. Jawohl. Und ich denke mal, jetzt können wir zurück. Senetze. Tut mir leid, dass ich dich mein Leben lang falsch ausgesprochen habe. Das wollte ich natürlich nicht, aber ich weiß ja nicht. MMORPG-Namen. Oh, wo sind wir denn hier jetzt? Hallo, Madame. Du hast Rengotsdorf betreten. Na eben, wusste ich doch. Da waren wir noch nie, da müssen wir hin. Ehrenritterin Senetze. Hier bist du. Hier bist du. 4800 Erfahrung. Das ist ordentlich, was du mir da gibst für diese eine Quest. Jawohl, Level Up hatte ich übrigens auch. Das darf nicht in Vergessenheit geraten. Fähigkeitspunkt kann man dann verteilen. Hier, T. Wie man dieses Pop-Up hier so aufdringlich unter die Nase reiben möchte. Die Ermordung des Generals Bravi. Das ist wahrscheinlich ein Rengott-Übeltäter. Aha. Kopfgeld hat sie ausgesetzt auf den Guten. Und Unterstützung für Ritter Bastur. Wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen. Bitte geh und hilf, Ritter Bastur. Ritter Bastur. Aufmunternde Worte, nächste Quest. Adjutant Dale ist mit einem kleinen Trupp auf Mission. Okay. Boah, was geht mit dir? Immer schön ruhig bleiben hier. Finde Adjutant Dale. Holla, die Waldfee. Machst du Witze? So viele Quests gibt's hier. So, viele Rengots sind nördlich von hier stationiert. Er möchte, dass ich die Rengoten töte. Na, was hätte ich mir anders erwartet hier? Sanitäterin, mit dir rede ich erst gar nicht, weil du hast keine Quest für mich. Na komm, ich rede kurz mit dir. Oh, bitte behandle meine Wunden. Oh, cool, dann heilt sie mich. Na, war gut, dass ich mit dir gesprochen habe, sonst hätte ich das nie erfahren. So, ich muss Sichelmondhirsche töten. Schön, dass es geholfen hat. Gut, tue ich das auch. Und hier hat noch ein letzter Kollege was für mich. Der Sean, Versorgungsoffizier Sean. Nachschub für die Soldaten. Gut, dann hole ich die Vorratskisten. Also gibt es ja jetzt hier einiges zu tun im Dorf der Rengoten oder der Rengott. Ich weiß ja nicht, Mehrzahl von Rengott ist ja ein erfundenes Wort. Steht sicher nicht im Duden oder so drin. Hätten sie auch einfach Goblins nennen können, aber wollen sie natürlich nicht. So, was haben wir hier erstmal? Wertvoller Austausch. Sichelmond Hirschgeweih, das sind die guten Kerlchen hier also. Ich bin wirklich manchmal fasziniert vom... Wow, was? Der holt einen... Was? Ich bin manchmal wirklich fasziniert vom Gegnerdesign in Games wie hier. So ein fettes Geweih, da haben wir es auch schon. Eines von fünf. Das machen wir, glaube ich, wieder Schilling-Style, wenn hier mehr Gegner wären. Hm, schade. Da wollte ich mir jetzt mehrere zusammenholen. Und dann gibt's hier nichts. Ah, da hinten sind welche. Du, komm her, mein Lieber. Und der dritte auch noch. Oh, das Gras weht im Wind. Hoppala, vom Winde verweht. So macht man das im Prinzip am besten. Nicht immer nur einzeln die Gegner, sondern gleich alle zusammenholen. So, da ist ein Stück von seinem Geweih abgebrochen. Mal schauen, was das hier kann. Was war das jetzt? Was war das? Hier. Eine Heilung, cool. Also bei den Gegnern lohnt es sich sicher auch zum Leveln, wenn man kein Heiler ist und keine eigenen Heilungen hat. Da schnappt man sich einfach immer ein paar Hirschgeweihe, die da droppen. Das finde ich auch ziemlich cool. Das kann man auf jeden Fall noch gut nutzen. Ich habe ja auch das eine Mal von der Spinnenkönigin Theresis so ein Gift bekommen. Ich glaube, das hat sogar eine halbe Stunde oder 15 Minuten gehalten.
Das heißt, wenn man da bei den entsprechenden Mobs immer mal vorbeischneit. So, jetzt schauen wir mal, glaube ich, zum Lager von General Bravi. Da werden am Weg auch noch ein paar von diesen Sichelmondhirschen sein. Ja, einige Rengots. Solange ich die jetzt nicht brauche, marschiere ich da ganz leise an denen vorbei. Zum Lager vom General. Oh, da hinten sehe ich ihn schon. Los, hin. Nein, 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 nein. Gruppeneinladung verschicken. Ich brauche den doch. Bitte nimm an, bitte nimm an. Bitte nimm an. Oh, der ist schon in einer Gruppe. Schade, jetzt schnappt er mir hier den General weg. Nein, warum tust du nur das? Das tust du nur, warum? Wow. Holla, die Waldfee. Was ist denn hier oben? Lauter Rufzeichen, da geht's ja noch mehr ab. Bam. Okay, dann muss der General kurz warten und wir suchen erstmal den Adjutanten Dale. Aber so ist es nun mal in einem MMORPG. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi und dann kommt eben einer und schnappt einem genau davor den Quest-Boss weg. Aber zum Glück, die Quest-Bosse sind ja innerhalb kürzester Zeit wieder da. Also speziell hier in Raiders jetzt. Ich kenne es aus anderen Spielen. Da kann man dann schon mal eine halbe Stunde bis Stunde oder noch länger auf so einen ganz seltenen Boss für so epische Quests warten. Das ist dann uncool, aber hier in dem Fall, die ganzen Mobs und Questbosse, die sind hier schwuppdiwupp, zack, zapp und sofort wieder da. Das heißt, das verschieben wir einfach. Und hier, da, ich sehe ihn doch schon. Bist du Adjutant Dale? Nein, bist du nicht. Hier hinten steht er. Oh, sehr gut. Wir haben schon einmal eines gemeinsam, und zwar die Waffe. Die gefällt mir an dir. Naja, an mir gefällt sie mir auch nicht so schlecht. So. Hat die Ehrenritterin Seneze das gesagt? Ich habe von deinen Taten gehört. So, jetzt geht's aber erst richtig los. Töte 6 Schweine und vergifte 3 Wasserkrüge. Das wird ja mal ganz gefinkelt. Ich soll die Wasserkrüge der Goblins vergiften. Ob wir das wollen? Ob denen das recht ist? Ich meine, die Goblins sind ja eigentlich recht süße Kerlchen hier. Generell auch die Zone ist recht niedlich gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ja immer so ein Freund von grün, eher hell. Ich meine, als Abwechslung, es kann nicht alles so grün, hell sein. Muss mal auch so dunkles Gebiet und keine Ahnung. Regen. Okay, Regen gibt es ja auch gerade. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Hier sind die Schweine also. Wow, was? Auf einen Schlag down? Was waren denn das für welche? Das schaue ich gleich nochmal. Stufe 13? Ah, das ist der Rengut Farmer. Wow. Okay, das sind nur so Fun-Mobs, diese Schweinchen hier. Auf einen Schlag down. Jo, aber so eher helle Zonen gefallen mir besser. Auch Wüstenlandschaften liebe ich ja in MMORPGs. Was war das jetzt hier? Erhöht die AP-Wiederherstellung. Na gut. Aber so dunkle Gebiete, da freue ich mich dann immer. Da will ich dann eher schon weg. Freue ich mich, wenn es dann wieder schönere Gebiete gibt. Na, Schweinchen-Babe. Wie sieht's aus? Brauche ich die eigentlich, die Rengot? Nein, wieso haue ich den um? Das weiß niemand. Weiß das jemand? Nein. Und wo sind die Wasserkrüge, die ich... Bam! Die ich hier vergiften muss. Oh, hier sind sie. Ich hoffe, mich sieht niemand. Things that look like faces. Hier die Tür hinten sieht doch aus wie so ein kleiner Pac-Man-Geist. Oh ja, da gibt es einige Sachen, die so aussehen wie Gesichter. Oft meint man ja, das wird mit Absicht so gemacht, dass das wie ein Gesicht einen anlächelt. Zum Beispiel wie die Autos vorne, je nachdem wie da ein Gesicht aussieht vorne. Die Lichter, ist dann ein Auto mehr eher sympathischer oder unsympathischer. Gut, das reicht ja erstmal. Das wurde abgeschlossen. Ja, die Halloween-Kürbisse stehen noch immer herum. Da werde ich gleich dumm. Mann, oh Mann. Oh, da gebe ich gleich ab beim Adjutanten. So, 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 so. Und ich glaube gar nicht, dass das so viele Quests sind, sondern es steht immer einmal beim Rufzeichen der Name des NPCs und dann die Quest. Habe ich gerade gemerkt. Adjutant Dale und unterbrochener Nachschub. Also einmal der Name und dann der Questname. So, sind also doch nicht so viele Quests wie gedacht. Adjutant Dale, hier bin ich. 3600 Erfahrung, das will ich. Schalte zuerst die Rengot
Bombenschützen aus. Was es da nicht alles für Mobs gibt. Trank der Wundheilung. Jawohl, ich habe nämlich keinen Trank mehr. Das ist gut. Dann schwinge ich mich mal auf meinen Moa und versuche nochmal mein Glück beim Lager des General Bravi.